Hallihallo, liebe YouTuber! Ganz herzlich willkommen in der Adventsausstellung 2022. Es ist wieder alles adrett und fein hier drin. Die Mitarbeiterinnen sind gerade heimgegangen und wir haben Wochen überlegt, wir haben gesammelt, wir haben so viel Materialien besorgt und es ist jetzt hier alles fein und wunderschön dekoriert und ich freue mich total, euch zum vierten Mal die Adventsausstellung zu zeigen, weil zum ersten Mal war es 2019. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und die Videos von den Adventsausstellungen von den Vorjahren, die blende ich euch nochmal ein. Aber willkommen für 2022 zu unserem Rundgang. Ja, und ich habe jetzt ganz viele tolle Werkstücke, die ich euch zeige. Und ich fange einfach mal an. Ja? Neben den traditionellen Farben, die natürlich wie immer rot und weiß sind, gibt es hier einen schönen, frisch gesteckten, kleinen Adventskranz. Kranz ist eigentlich nicht, weil der ist natürlich länglich. Passend zu grünen Kerzen haben wir die Apfelscheiben und schöne kleine Zapfen reingemacht. Und das ist eine Arbeit, das ist auf einer sogenannten Table-Deko, kann man jetzt gar nicht so ganz sehen. Das ist in Mosi gesteckt, das heißt, diese Arbeit kann man wässern und das Grün bleibt dadurch schön frisch. Ja, und wir sind natürlich ideenreich. Hier kann ich mal schön ein bisschen ans Licht. Das ist jetzt tatsächlich auf einem ganz tollen Holztablett. Das ist ein Hortensien-Adventskranz in Gold. Und damit der schön festlich ist, haben wir diesen Eukalyptus vergoldet, haben cremefarbene Kugeln reingemacht, die Kerze ist in einem Glas und da haben wir auch noch Gold ins Glas gemacht, ja, um die Kerze drumherum. Und das ist jetzt so elegant und mit einer Kerze schön sicher zum Abbrennen. Das ist ein ganz elegantes Träumchen. Ich finde, es ist sehr, sehr besonders. Und was ich liebe ist, dass der Eukalyptus, da läuft nochmal so ein Ästchen durch. Ja. Also viel Natur, elegant kombiniert. Ich bin gespannt, wer diesen schönen cremefarbenen Traum in sein Wohnzimmer stellen darf. Dann gibt es eine schöne kleine Adventsarbeit. Ich bleibe mal schon hier unten, weil sonst muss ich mich eh ständig bücken. Da haben wir wieder die berühmten Lichterketten an der Schnur und das ist jetzt ein Glas, weihnachtlich dekoriert, hier sind Kugeln, hier ist die Lichterkette, hier ist Moos drin. Das ist eigentlich so wie ja so ein beleuchteter kleiner Wald und mit der Lichterkette mit Timer kann man sich das so einstellen, dass, ich lasse das einfach mal an, kann man sich das so einstellen, dass die Lichterkette 6 Stunden an ist und 18 Stunden aus. Hier haben wir wie süß. Das sind Bäumchen. Wir haben die Bäumchen gesteckt, also im Gefäß, Mosi reingemacht, frisch gesteckt. So eine ganz buschelige, beerige Eibe haben wir genommen, haben Kügelchen dran gemacht, eine festliche Schleife. Weihnachten soll ja festlich sein. Und haben dann auch noch mit einem Bouillondraht, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, das hier ist Bouillondraht in Silber. Und den kann man so auseinanderziehen und der macht es natürlich noch so schön, ja, so gibt noch einen wunderschönen Schimmer. Passend dazu gibt es, ich nehme den gerade mal hier ab, gibt es den Türkranz. Also wer jetzt sagt, ach, ich würde mir gern den Türkranz und dann das Bäumchen noch irgendwie an die Tür stellen. Die zwei, die würden natürlich super zusammenpassen. Das ist jetzt so Ton in Ton. Und hat auch diesen schönen mit Braun, Zimtstangen, Orangenscheiben, Zäpfchen, Nüsse. Also die wunderschönen, die weihnachtlichen Gaben, der weihnachtliche Deko und die Gaben der Natur herrlich miteinander kombiniert. Ja, wir haben in diesem Jahr auch eine Besonderheit. Ich nehme ihn gerade mal hier hoch. Das ist ein Adventskranz in Schwarz. Mit schwarzen gedrehten Kerzen und der ist mit ganz besonderen Sahara-farbenen Strobuszapfen.
Diese Zapfen sind so ganz groß. Ich habe auch in Videos mal gezeigt, man kann diese Zapfen teilen, man kann die halbieren. Und das habe ich auch im Video gezeigt. Und der Kranz ist relativ, relativ einfach dekoriert, nur mit Zapfen, wenige Kugeln und Sternchen. Und er hat eine Besonderheit, dieser Kranz hat zwei Strohrömer unten drunter. Das heißt, er hat also die doppelte Höhe von einem normalen Adventskranz. Und was eben natürlich unglaublich viel Eleganz gibt, das sind diese tollen Kerzen, die dieser gedrehten Optik. Und wir haben den noch ein bisschen veredelt mit Stacheldraht, also Calocephalus, und um dann noch ein paar helle Akzente reinzumachen. Ja, also für Weiß-Grau-Fans würde ich sagen, ein echter Hingucker. Und wir haben ihn auch als echten Hingucker ganz zentral hier hingestellt. Jeder, der bei uns reinkommt an die Theke, der guckt den an. So, dann haben wir auch noch unsere schönen Bäumchen. Ach, die sehen wir nachher noch. Also Bäumchen haben wir überall, diese Alu-Bäumchen aus diesem schönen Metall auf Holzfuß. Zu denen komme ich gleich noch bei unserem Rundgang. Da gibt es dann auch noch Infos dazu. Hier haben wir noch einen Adventskranz in Orange. Orange passt natürlich wunderschön. Orangenscheiben, klar. Auch ganz wichtig ist bei den Arbeiten, dass auch helle Elemente drin sind. Es ist ein goldfarbener Myrtendraht drin und diese schönen kleinen Zäpfchen. Also diese hellen Elemente sind ganz, ganz wichtig, dass die mit dabei sind. Und der ist jetzt auch frisch gesteckt. Das heißt, dieser Kranz hat Wasser. So, die Kerze muss ich noch mal ein bisschen befestigen, sehe ich gerade. Das werde ich noch machen, weil die ist noch ein bisschen wackelig. Aber wir sind ja hier erst bei der Generalprobe und ab morgen kommen die Kunden. Das heißt, so kleine Arbeiten können wir natürlich machen. Hier vorne sehen wir übrigens auch diese schönen Heftchen. Also alle, die bei mir eine Arbeit bestellen von Floristik24, das Ideenmagazin. Ich schicke euch das, solange ich Vorrat habe. Und ich habe noch ein bisschen was. Ich schicke euch das immer mit dazu. Auf jeden Fall. Nicht, dass ihr denkt, man könnte ja mit wenig Grün diese vielen Arbeiten machen. Und leider fahren hier ein paar Autos. Es tut mir leid, aber ich kann kein Video ohne Autos drehen. Also wir haben hier auch natürlich noch zahlreiche fertig gewickelte Kränze, ja, die hier im Hof lagern. Aber die, ja, neben den, was wir hier an Dachwurz haben und neben den fertig gewickelten Kränzen, die wir auch lagern, haben wir natürlich hier einen richtig großen Bestand an Grün. Und da führe ich jetzt euch mal entlang. Und das ist hier der schöne Ilex mit seinen roten Beeren. Dann haben wir ganz viel Eibe. Das ist so eine buschige Eibe, aus der wir die Bäumchen stecken und die diese schönen Beeren hat. Dann haben wir natürlich Nordmannzweige, die mit der Rückseite nicht so schön aussehen wie mit der Vorderseite, klar. Da haben sie ja diese knackig grünen, tollen Nadeln. Dann haben wir Weinranken, die hier so drüber liegen. Dann haben wir einen ganz tollen, buschigen Taxus. So, ich nehme mal hier so einen Zweig und zeige euch den. Ja, der ist hier so buschelig, schön. Und der ist natürlich auch ganz toll zum Füllen. Dann gibt es den Klassiker, weil sie nicht so schnell abnadeln wie Nordmann. Das sind die Nobilis-Zweige. Hier haben wir noch eine wunderschöne Konifere, die so silbrig in ihrer Anmutung ist. Dann nicht fehlen darf natürlich die Seidenkiefer. Die sieht nass, sieht die immer ein bisschen ja nicht so toll aus. Die müssen wir auf jeden Fall reinholen zum Trocknen. Dann gibt's hier noch eine etwas voluminösere Konifere, die sich auch ganz toll macht zu Weiß-Silber. Wir haben Muschelzypresse. Muschelzypresse ist immer toll, die auch in den Arbeiten so eine wunderschöne Anmutung macht. Muschelzypresse wächst im Schneckentempo, also wirklich ganz, ganz, ganz langsam und ist deswegen auch sehr edel, ist ein sehr, sehr schönes Grün. Buchs machen wir auch in Kränze, machen wir auch in gepflanzte Schalen. Hier ist dieser schöne gestreifte Buchs, der auch in dem Türkranz in Grün drin ist. Dann haben wir Konifere.
Die hält am besten natürlich, wenn die hier an diesen dicken Stämmen ist. Und deswegen haben wir sie nicht klein geschnitten, sondern haben sie wirklich am Stamm gelassen. Und das ist hier ein ganz schöner Stapel. Ja, man sieht es vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, der hier lagert. Hier haben wir Weide, eine Korkenzieherweide, die so schön gedreht ist, die zum Beispiel in den Amaryllis drin ist, die so fädrig nach oben schwingen. Rote Kornuszweige zu roten Arbeiten, auch zu roten Amaryllissträußen. Wunderschön. Und hier ist unsere ganze Zweigeabteilung mit Obstbaumzweigen, Magnolienzweigen, Korkenzieher-Haselnusszweigen. Also man sieht, das ist doch ganz schön, ja, ganz schön Material. Toll ist natürlich noch Zweige mit Moos, mit Flechten, Magnolienknospen. Ja, es ist also doch ein ganz schönes Lager, das man hier hat und viele Quadratmeter Material. Und das ist natürlich noch nicht ganz alles, dass wir hier so schön auf dem Grün lagern und ganz wichtig ist, weil es gucken ja auch viele Kollegen von mir zu und es freut mich ja immer sehr. Also ganz liebe Grüße an alle. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, dass das alles die Nachtfeuchte bekommt. Das heißt, dass das nachts schön kühl, feucht und dann hält es auch gut. Ja, und das alles hier unter unserem malerischen Birnbaum, der leider voll mit Efeu ist. Ja, und in diesen schönen alten Häusern meiner Nachbarschaft ist ein Häuschen mit Anno 1486. Ich dachte, Wahnsinn, ich habe nämlich keine Ahnung, aus welchem Jahr das Haus von meinem Laden ist. Aber ich bin total gern hier und ich finde es wunderschön hier. So, also hier sind wir jetzt, ich habe ja gesagt, wir haben viel Weiß, Sahara, Creme und wir haben Rot, weil tatsächlich gibt es nur ganz wenige, die Sonderfarben wollen. Petrol will eine Dame, aber das ist nur eine. Und deswegen sind doch die allermeisten so orientiert, dass sie gerne, ja, dass sie gerne wirklich die Klassiker wollen. Ich zeige jetzt mal den ersten Klassiker. Und das ist jetzt eine ganz, ja, ganz besondere Arbeit. Das ist ein Holz, das habe ich in Bayern ergattert, eine wunderschöne Holzschale. Und wir haben in diese Schale einen Untersetzer reingesetzt und haben ein Gesteck frisch gesteckt, also mit Muschelzypresse, mit diesen tollen Zapfenkugeln und haben dann eine große saharafarbene Kerze draufgesetzt. Das heißt, die Schale wird natürlich nicht nass, aber das Grün hat Wasserversorgung. Also diese Kombination ist natürlich ganz toll. Und was ich auch, noch nicht so lange, in den Vorjahren hatte ich das auch nicht, sind eben diese besonderen Zapfen, die wir wirklich in ganz vielen Arbeiten so gerne verarbeitet haben. Und ich finde, also durch dieses Holz und durch dieses Naturmaterial, finde ich, ist das eine ganz bezaubernde Arbeit. Die hat natürlich auch einen Platz in unserem Schaufenster verdient. So, ich kann gerade mal einfach hergehen und ich hänge mal den Vorhang, so, um den Blick frei zu geben auf die Arbeiten. So, das war doch jetzt eine gute Maßnahme. Ja, dann haben wir überall passend schöne Weihnachtskarten rein dekoriert. Die könnte man gerade hier so selber sich zu Hause dazu dekorieren. Und wenn wir beim Thema Bäumchen sind, ist doch tatsächlich hier auch ein Bäumchen passend zu der Weihnachtskarte. Das könnte man fast zusammen verschenken. Ja, eigentlich eine ganz tolle Idee. Ja, und das ist ein Bäumchen. Da könnte ich eigentlich mal nochmal ein Video dazu machen. Das sage ich vielleicht jetzt gar nicht so viel, was da drunter ist. Das sind weiß gekalkte Bananenblätter. Und das Bäumchen ist auch schön frisch gesteckt. Und es hat eine wunderschön natürliche Machart, auch mit diesen Mühlenbeckia, mit Zapfen, Sternchen. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr gern nochmal ein Video sehen würdet mit so einem Bäumchen, weil sowas kann man ja tatsächlich bis Weihnachten, kann man sich hinstellen, kann man verschenken. Ist eine wunderschöne Deko, die man auch sehr, sehr schön nach dem ersten Advent dekorieren kann. Dieses schöne Holzschale, die haben wir nicht nur einmal, die haben wir zweimal. Und hier haben wir eine gemacht, die ist jetzt mit einer Lichterkette. Und hier ist die Kerze schmäler und höher. Ich suche gerade noch mal kurz die Lichterkette. Und meine Mädels haben die immer so toll versteckt in so einem Filzsäckchen. So, aber ich habe es gefunden, trotz des Versteckens. Und das Schöne ist ja, man soll ja die Technik nicht sehen. Also ein Batteriekästchen will keiner sehen. Deswegen ist das alles so schön versteckt.
Und das ist auch wieder mit diesem Holzteller so urig gemacht. Und urig ist ein super, ja, ist, denke ich, ein guter Begriff, weil so natürlich und urig oder so elegant und natürlich, das ist genau der Stil, den ich so liebe. Und das haben wir auch bei diesem Kranz gemacht. Das ist ein Kranz mit Weinranken. Diese Weinranken umspielen den Kranz. Was ihn so knackig macht, ist die schöne Muschelzypresse. Auch wieder die saharafarbenen Strobuszapfen und saharafarbene Kerzen. Ich muss sagen, dieses Sahara ist ein Farbton, der wunderschön ist, ist immer elegant und ja, ist immer was Besonderes. Und in Sahara mache ich tatsächlich gerade noch weiter. Das ist auch ein Adventskranz mit saharafarbenen Kerzen, der auch von Weinranken umspielt wird. Zu diesem Kranz gibt es ein extra Video. Ich habe dieses Jahr nicht so viele Adventskranz-Videos gemacht wie letztes Jahr. Aber zu diesem Kranz gibt es ein Video, der besticht durch ganz viel Natur, hat keine Kugeln, kein Glitzer, nur ein paar Sternchen, stimmt, nur 4 Sternchen. Der Rest ist Natur und er besticht auch durch seine Höhe und durch diese tollen Naturmaterialien. Ich muss sagen, es ist eigentlich schon fast mein persönlicher Favorit. Ich überlege, ob der bei mir Einzug halten will. Und wir machen dann mal weiter in unserer schönen cremefarbenen, ja, in der cremefarbenen Ecke. Ich liebe das weiße Schaufenster und hier haben wir einen Kranz. Wir nennen ihn immer den Semper Vivum Kranz, weil er ist gearbeitet mit Dachwurz, mit Zapfen, mit cremefarbenen Kerzen. Als kleine lockernde Elemente haben wir hier diesen Stacheldraht, den Calocephalus. Und ansonsten ist er durch die, ja, diese schöne Kombination an Zapfen und nur ein paar kleine Kügelchen. Also auch wieder ganz, ganz viel Natur. Und ich bin ein wirklicher Naturladen. Ich liebe so viel Natur. Und wenn ich sehe, dass andere so viel, ja, Plastik oder viel Kugeln, das ist bei mir gar nicht so angesagt und wie in meinen ganzen Arbeiten lebt es von unheimlich viel, ja, Natur, Grün. Aber hier haben wir jetzt mal ein Schaufensterprunkstück gemacht. Der hat viele Materialien, die jetzt nicht Natur sind, aber Papier ist jetzt auch sehr, ja, ist eigentlich fast aus der Natur entsprungen. Das ist ein ganz besonderes Werkstück, weil wir haben Papier geflochten und haben dieses Papier oder diesen Kranz, das ist ein gewachstes Papier, das einen besonderen Schimmer hat, eine besondere Anmutung, und haben Stabkerzen genommen, diese Stabkerzen auf diese schönen goldenen Halterungen. Und was ihn natürlich noch so besonders elegant macht, ist dieses fließende, schöne Grün, diese tolle Konifere. Und dann haben wir Pfeffer vergoldet, ja, und dieses und ein paar goldene Kugeln. Also es ist auch kommt mit ganz wenig Deko aus und wie im Leben so oft, manchmal ist weniger auch mehr. Ich bin sehr gespannt, wie dieser, ja, wer diesen goldenen Kranz hier ergattern wird. Aber ich finde, es ist eine ganz tolle, ein wunderschöner, prunkvoller Mittelpunkt für das Schaufenster. Ja, es verbergen sich hier noch ein paar schöne Sachen. Hier haben wir, es ist wieder inspiriert von, ja, von meiner bayerischen, von meinen Bayern-Trips, muss ich sagen. Hier haben wir einen schönen Hocker genommen. Ja, der hat wirklich ein ganz tolles Holz, so ein helles. Und hier haben wir ein Gesteck draufgearbeitet auf diesen Hocker, haben Leiterschoten dazu genommen als helle Elemente. Und was hier natürlich so besonders macht, sind diese schönen Magnolienzweige und Knospen. Und wie ihr vielleicht wisst, wenn Magnolien nicht im Wasser steht, dann bleiben diese Knospen tatsächlich so schön erhalten. Wenn man die ins Wasser stellt, dann blühen die auf und diese schönen pelzigen Knospen, die sind dann kaputt. Also das bleibt wirklich so. Und auch mit schönen runde Elemente bringen Ruhe in so eine Arbeit. Also rund, auch die Kugeln, die Zapfen und
Es ist schön, auch Ruhe, die in der Mitte ist, und dann wieder Leben über diese Zweige, sodass die Arbeit sehr viel Ausstrahlung und sehr viel Anmutung hat. Und es ist auch ja eine ganz besondere Arbeit, und man kann sie fast schon dekorieren mit mit dieser schönen Schneeflocke. Und die Schneeflocke, da haben wir ein Buchskränzchen gemacht, haben das noch schön dekoriert mit Kugeln, auch in Macchiato, also dieses Sahara Macchiato mit ganz kleinen Zäpfchen und einer Filzschnur. Einfach so eine lässige Spielerei, etwas Spinoza. Und man könnte das wunderschön kombinieren ich könnte mir das in einem Hausflur vorstellen. Ja, dann gibt's ein Highlight, reiht sich an das nächste. Türgrenze lassen sich auch immer sehr gut versenden. Und wenn jemand sagt, ach, ich habe da noch eine Tante, der will ich was Gutes tun. Türgrenze sind immer schön. Oder wenn jemand sagt, er will keinen Türkranz, kann man theoretisch sogar auch noch eine Kerze dazustellen. Man kann ihn irgendwo anlehnen. Und dieser Türkranz, der lebt natürlich davon, dass er hier eine sehr schöne so Kopfgarnitur hat, dass die langen Zimtstangen, ich rieche schon fast, wenn ich mich hier so drüber beug, dann rieche ich schon den Zimt. Das ist total weihnachtlich. Und was hier so süß ist, sind die Bäumchen mit dem Knöpfchen und noch ja so elegant das Garn drumherum geschlungen. Und dieser Kranz, den haben wir noch auch so veredelt und aufgehübscht mit diesem gestreiften Buchs, der auch in Gelb und Grün so gestreift ist. Also es sind immer so Details, die wir an Naturmaterialien dazu machen, dass die Arbeiten so eine besondere Anmutung und Eleganz bekommen. Ja, inspiriert von Bayern ist auch meine nächste Arbeit. Ich lege mal die Postkarten weg, die haben wir natürlich immer schön rein dekoriert. Und hier habe ich ein Holzkästchen. Ich weiß gar nicht, ob die für irgendwas bestimmt verwendet wurden. Die sind so mit Metallbändern zusammen genietet. Und dieses Kästchen, da haben wir natürlich Folie reingelegt, da soll jetzt nicht das Wasser rein. Und wir haben hier ein Bäumchen selber gesteckt und haben hier einfach einen wunderschönen Waldboden gestaltet mit Zäpfchen. Und das sind die Bucheckern sind das, glaube ich. Ja, Zäpfchen, Bucheckern, Zweige, weil all das ist ja im Wald, auch in der Natur, auf dem Boden. Und das Bäumchen hat natürlich auch eine Lichterkette. Ja, und hier, damit die Lichterkette nicht sofort sichtbar ist, wie immer, haben wir das Ganze, tada, in ein Filzsäckchen gemacht. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, ich mache noch das Licht aus, und dann sieht man auch sehr schön dieses kleine Bäumchen. Das ist auch kein Bäumchen mit Wurzel, das haben wir auch wirklich in Mosi gesteckt, dieses Bäumchen. So, aber da mache ich jetzt mal wieder aus, weil dahinter kommen schon wieder die nächsten Highlights. Und wie man sieht, gibt es hier einen besonders schönen Türkranz, den wir hier vor dieser bordeauxfarbenen Kulisse, der natürlich sehr elegant wirkt, der hat auch seinen Schwerpunkt unten. Und wir haben das extra so gearbeitet, dass die Zapfen auseinanderlaufen, ja, und die Zapfenspitzen, die gehen natürlich auseinander, ja. Das heißt, dieser zentrale Punkt, diese wunderschöne Schmuckdeko, die ist wirklich hier in der Mitte von dem Kranz. Das Ganze stimmig passend mit einem, ja, Macchiato-farbenen, mit einem Goldrand gesäumten Band, ist dann doch eine sehr edle Deko für eine Haustür, egal ob die dunkel oder hell ist. Bäumchen sind immer beliebt. Ich finde Bäumchen klasse. Wie man auch sieht, das ist jetzt ein Bäumchen. Das habe ich euch im Video gezeigt. Da blende ich euch den Videolink mal dazu noch ein. Das ist ganz simpel gemacht, ganz schlicht, auch mit dem kleinen Hirsch in Silber. Und dieses Bäumchen auch, finde ich, total goldig, lässt sich theoretisch in ganz vielen Größen auch nacharbeiten. Ja, kann man auch ein bisschen größer machen. Ja, Bäumchen sind ein ganz großes Thema in der ganzen Ausstellung. Und wir haben unsere Bäumchen so schön dekoriert, haben die alle frisch gesteckt und haben denen so
so ein, ja, ein uriges, schönes Keramikgefäß gegeben. Und hinter den Bäumchen verbirgt sich dann natürlich das nächste Highlight. Und das Highlight ist der Zapfenkranz. Diesen Zapfenkranz, den haben wir dieses Mal mit weihnachtlicher Deko zwischen den Zapfen dekoriert. In meinen Zapfenkranz-Videos, da seht ihr auch, wie sowas geht. Ja, vom ganzen Aufbau her. Und da erkläre ich euch auch, wie ihr diesen Kranz über den Sommer gut bekommt, wie ihr ihn wieder dekorieren könnt, wo ihr die Materialien bekommt. Das Zapfenkranz habe ich ja eine fünfteilige Serie sogar gemacht, ganz ausführliche, die auch viele von euch geguckt haben und haben mir auch Bilder geschickt. Das war ganz toll. Also es war, hat mich total gefreut und es war wunderschön zu sehen, wie ihr das alles umsetzt. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, im roten Bereich, wenn jemand Rot-Fan ist, und ich muss euch sagen, die meisten von euch oder die meisten von den Kunden wollen tatsächlich Rot. Rot haben wir immer so viele Kerzen, es ist unglaublich. Und Rot ist natürlich auch so ganz klassisch der Türkranz mit Zapfen. Und das ist ein sehr, sehr schönes rotes Material. Das nennt sich Canella und das sind so rote Beeren, aber die sind ganz toll haltbar. Die gehen nicht kaputt, im Gegensatz zum Beispiel zu Hagebutten. Die schrumpeln irgendwann ein, aber dieses Canella, das ist so eine ganz tolle Frucht. Ich weiß gar nicht, ob die tropisch ist. Auf jeden Fall ist das eine Haltbarkeit, die ist unglaublich, weil im nächsten Jahr holt man das wieder raus. Also man kann das eigentlich auch abmachen wieder vom Kranz. Und was sehr schön ist, ist auch wieder diese gemischten Materialien. Ich, ja, das besticht natürlich und es gibt ganz tolle Zypressenarten, die so grau sind und die so ja, so Volumen haben. Das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir hier einen frisch gesteckten Kranz. Der ist in Mosi gesteckt. Das heißt, ich kann das ja mal zeigen. Moment. So. Das heißt, die Kerzen, die werden hier auf sogenannte Pinholder gemacht und hier auch noch schön verankert mit einem Drähtchen. Und die werden hier in die Steckmasse, das ist jetzt eine Frischsteckmasse, und das ganze Grün, da ist jedes Ästchen angespitzt und jedes Ästchen in diese Masse, in die Frischsteckmasse reingesteckt. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen wie Mini-Steck, das heißt, ich muss diese Kerze genau gleich mit dem Kreuzchen wieder reinmachen. Und dadurch, dass dieses Grün Wasserversorgung hat, bleibt es so schön knackig. Und hier haben wir auch, um die Farbe, um die Verbindung zu schaffen, haben wir nicht nur die Sternchen oder auch Ilex mit roten Beeren, sondern haben auch rote Erlenzapfen, kleine, also diese kleinen Zäpfchen reingemacht, haben Apfelscheiben mit diesem dunkelroten Rand. Also es lebt immer von diesen Farbwiederholungen. Das heißt, es sind natürlich knackige Elemente, aber wir haben das Rot auch schön gespiegelt. Ja, man könnte auch theoretisch, nur so als Ideen, man könnte auch sogar so kleine Äpfelchen reinmachen. Ja, das wäre auch sehr schön weihnachtlich. Und dieser Kranz, wenn man den öfters nachwässert, öfters heißt jetzt so, naja, auf jeden Fall einmal die Woche und an der Spüle, dann bleibt dieser Kranz knackig und man hat natürlich nicht den Effekt, dass man irgendwann den Kranz in die Hand nimmt und man hat eigentlich nur noch die Nadeln, weil das ist vor allem, wenn die Adventszeit ein bisschen länger ist, passiert das halt. Ja, dann haben wir hier noch einen gewickelten Kranz. Der hat also keine Wasserversorgung. Das ist jetzt ein gewickelter Strohrömer. Ja, man sieht es auch hier von unten. Und dieser Kranz ist natürlich dann, lässt sich schneller machen, ist ein bisschen einfacher, ist aber auch ganz süß und natürlich dekoriert mit diesen Schleifchen. Ist fast ein bisschen kindgerecht, finde ich, aber es ist so fast wie aus der, ja, aus der Backstube oder so könnte der sein, mit diesen Orangenscheiben, Nüssen. Ja, es ist, finde ich, sehr, sehr goldig. So, was haben wir denn noch alles Schönes? Wir waren also sehr fleißig. Türkranz. Hier ist auch noch ein Türkranz, der ganz besonders ist, mit seinen natürlichen Materialien. Der hat diesen roten Kornus, den sogenannten Hartriegel. Die haben wir hier schön befestigt in dem Kranz und auch in der Schwungform und mit einem richtig tollen, großen, dicken roten Stern. Und hier zwei Bänder, die auch abfließen. Ich würde jetzt hier unten keine Kugeln oder was dran befestigen, weil wenn dann Wind wehen wird, dann wird es an der Haustür, ja, wird es ein bisschen nerven.
Aber so, wenn die Bänder nur so im Wind flattern, dann ist es eigentlich sehr, sehr schön. Und das ist jetzt so ein Türkranz auch, der ist einfach rund. Ich glaube, das ist der beste Begriff. Ja, unser Hirsch da oben, der wacht natürlich über das ganze Geschehen. Und weil ich auch ein bisschen Sinn für Unsinn habe, habe ich auch diese Filzelche, die fand ich ganz großartig mit der Mütze. Die haben mir total gefallen und die mussten eigentlich sein. Und die haben auch noch, Moment, hier ist es, hier noch eine kleine, ein Schwänzchen hat eine kleine Klinge. Ja, die Filzelche habe ich also auch noch dreimal, weil die fand ich echt süß. Die sind auch auf so einem Fuß drauf und ich finde sie knuffig mit ihrem Schal, wie sie sich ja einmummeln. Passend zur Winterzeit. Man muss ja ein bisschen, Spaß muss sein. Hier ist noch ein Gesteck, das ist zum Thema frisch gesteckt. Das ist auch in einer länglichen Frischsteckmasse, wo hier auch wieder jedes Ästchen angespitzt ist und es ist alles ganz frisch reingesteckt. Und hier auch dezent von der Deko her, viel Natur, auch wieder die roten Erlenzäpfchen. Und weil das jetzt so ein Bordeaux ist, ist es ganz wichtig, dass auch ein paar helle Elemente drin sind. Und hier haben wir den rosa Pfeffer und Zapfen. Also rosa Pfeffer ist auch schön, weil wenn der jetzt nicht drin wäre, dann wäre so viel Dunkles. Und deswegen auch Pfeffer und Orangenscheiben. Es ist ganz wichtig, dass dann auch was Helles dabei ist. Vor allem eben, wenn die dunklen Farben so da sind. Und ähnlich ist es genauso auch bei diesem Kranz. Das ist jetzt ein auch gewickelter Kranz, auch mit gemischten Materialien. Und damit er hier Glanz bekommt, haben wir diesen silbernen Bouillondraht drumherum gemacht. Auch, ich denke, nicht so viel dekoriert und auch helle Elemente wieder reingemacht mit dem Stacheldraht. Also wir machen oft, sehr oft Natur, helle Elemente mit Natur rein. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und hier haben wir ein kleines Highlight hinter mir. Ich liebe diesen Baum. Ich fand ihn ganz toll. Und ich fand irgendwie das Thema Baum zu Baum. Ja, das ist, Moment, ich nehme mal hier einen runter. Hier sind also diese meine schönen Bäumchen. Und die haben wir einfach auf diesem großen Baum. Da könnte man jetzt natürlich auch irgendwelche Töpfchen, große Kugeln. Aber ich fand Bäumchen zu Baum, fand ich super. Und den haben wir jetzt ganz neu. Und der ziert unsere Ausstellung. Und das ist unsere ganz tolle Schaufläche für unsere kleinen Bäumchen, die ich euch ja auch versende. Die kleinen Bäumchen, die haben wir dieses Jahr zum Versenden. Schreibe ich nochmal rein. Und ja, versende ich auch mit Zapfen, aber das habe ich euch im letzten Video ja auch schon mal erzählt. Ja, und hier, wir sind bald mit unserem Rundgang zu Ende. Hier haben wir noch einen Türkranz in grün und der hat die hellen Elemente in Form der Sternchen, der Apfelscheiben. Und sehr schön ist auch hier diese beerige Konifere, also dieses besondere Grün. Ja, und das auch natürlich auch mit einem dezenten hellen Band. Ja, und wie ihr hier wahrscheinlich auch sehen könnt hinter mir, unsere Schnittblumen. Jetzt haben wir hier so viel Weihnachten und die Schnittblumen, die haben wir jetzt in ein kleines extra Räumchen verbannt. Ist jetzt alles ein bisschen kuschelig da hinten. Aber es kommen manche Kunden rein und sagen, habt ihr auch noch Blumensträuße? Dann sage ich, ja, haben wir. Die haben wir in der Extraabteilung. Wir haben auch einen Schrank für Kerzen. Aber die große Ausstellungsfläche, die ist jetzt tatsächlich erstmal für eine Woche auf jeden Fall hier im Laden. Und es ist jetzt Abend und morgen früh, also hier ist auch unsere Außendeko. Und das sind jetzt diese Scheinbeere, die Gaultherien. Die haben wir so eingefilzt und mit einer Kugel dekoriert und die kann man sich wunderschön draußen hinstellen und morgen früh, wenn es draußen hell ist und wir haben draußen alles aufgebaut und unsere ganzen gewickelten Kränze, dann zeige ich euch auch nochmal draußen die Kränze und wie wir das draußen dekoriert haben. Aber im Moment ist es draußen dunkel und es geht nicht. Das heißt, morgen früh geht es dann nochmal weiter. Und da kommen natürlich auch unsere schön dekorierten
Christröschen. Und toll ist immer auch auf den Schlitten. Also wenn ihr einen alten Schlitten habt, macht einfach Querbretter rein, dekoriert es mit schönen Sachen. Es ist ein totaler Hingucker und jeder denkt, ach, weil wie oft geht man Schlitten fahren? Den kann man auch zur Deko nehmen. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause und morgen früh gibt es die Fortsetzung. Ich freue mich auf euch. Macht's. Guten Morgen aus dem schönen Königstein. So, hier ist der Blick in die Altstadt und das ist der Hof von meinem Laden. Und das ist jetzt hier der Außenbereich unserer Adventsausstellung, weil gestern war ja alles dunkel, da konnte ich das nicht mehr filmen. Also es gibt immer noch vom Herbst die schönen Eriken, aber wir haben auch unsere Töpfe für den Winter mal so schön bunt bepflanzt. Und Weihnachten ist immer hübsch, die Dekoration auf den Schlitten, was wir gestern drin gesehen haben. Unsere Christröschen, die sind so dekoriert mit einem Filzmäntelchen. Es wird ja jetzt kalt zum Wochenende. Im Moment ist es noch nicht so kalt, aber ab morgen soll es mal richtig anziehen. Und ich finde es schön, dass es auch mal Lust auf Weihnachten macht. Hier haben wir unsere Gaultherien mit Kugel dekoriert, auch hübsch im Filzmäntelchen. Das sind alles Blüten, Pflanzen für draußen. Und deswegen stehen die natürlich auch draußen. Ja, und hier haben wir ein Bäumchen gemacht, ein Bäumchen gesteckt. Da werden wir tatsächlich noch in Produktion gehen. Das Schöne ist an dem Bäumchen, wir haben da hier so Filzschleifchen reingemacht, mit einem roten Filzdocht gebunden. Und der Filz, also man sieht hier auch, es regnet heute ein bisschen. Und der Filz ist wunderbar wetterfest. Das heißt, man kann es ganz toll draußen lassen. Und damit es weihnachtlich ist, haben wir natürlich auch schöne Weihnachtskugeln reingehängt. Und die Lichterkette mit Schnur, mit Timer ist hier auch wieder drin. Sieht man die mal so richtig schön bei Tageslicht mit dieser Sisal-Schnur. Und die Lichterkette ist da so drumherum gewickelt. Ja, dann gibt's hier, und dann ist natürlich Weihnachten oder Adventszeit ist hier bei uns sehr präsent. Wir haben hier einen Ständer gebaut für unsere, ich spiegel mich im Fenster, sorry, einen Ständer gebaut für unsere gewickelten Kränze. Und da haben wir natürlich eine schöne Idee gehabt. Also wer eine stabile Basis möchte für sowas, da kann man einen Eimer mit Beton füllen, betoniert einen schönen Ast rein und kann theoretisch auch für zu Hause dann so richtig schön was dran arbeiten, dranhängen, Zweige dran wickeln, die ein Bäumchen stilisieren. Also so eine Basis ist immer ganz toll. Dann haben wir, damit es keiner sieht, diesen Eimer, haben wir das mit dem Jutesack eingewickelt. Auch wieder eine schöne Filzschleife, ein bisschen Buchs, ein bisschen Ilex mit Beeren und schon sieht das Ganze schön weihnachtlich aus. Und so können unsere Kunden wunderbar aussuchen, welchen Kranz sie wollen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und sage alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Thank you.